Welcher Werktätige in unserer sozialistischen Produktion denkt schon ernsthaft an eine Gefährdung durch Feuer? Wohl keiner. Und das nicht ohne Grund. Die Sicherheit unserer Betriebe und Anlagen ist so weit gewährleistet, dass eine Gefährdung weitestgehend ausgeschlossen ist. Trotzdem oder gerade deswegen ist jeder Werktätige verpflichtet, sich so zu verhalten, dass Brände verhindert und entstandene Brände schnell bekämpft werden können, damit weder Leben und Gesundheit noch sozialistisches oder privates Eigentum gefährdet werden. Dieser Verpflichtung muss jeder Werktätige an seinem Arbeitsplatz nachkommen. Die Vorbeugung gegen Brände beginnt mit der Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Wo das nicht der Fall ist, wird die Entstehung eines Brandes begünstigt und eines Tages ist es soweit. Dann greift ein Versäumnis in das andere. Leben und Gesundheit der Werktätigen werden gefährdet und Sachschäden verursacht. Unseren werktätigen Menschen muss deshalb ihre Verantwortung für den Brandschutz ständig bewusst gemacht werden, damit selbst kleinste Mängel rechtzeitig erkannt und beseitigt werden. Der Umgang mit leicht brennbaren Materialien, wie zum Beispiel Putzwolle, wird oft noch unterschätzt. Sind diese praktischen oder gern benutzten Wollknäuel einmal mit allen möglichen Stoffen vollgesogen, neigen sie zur Selbstentzündung. In der Nähe von Wärmequellen sind sie schon oft Ursache eines Brandes geworden. Putzwolle muss deshalb in besonderen Behältern aufbewahrt werden. Auch aus hygienischen Gründen lohnt sich dieser kleine Weg. Eine derartige Absperrung ist bei dieser Arbeit recht selten zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass die Brandgefahren nicht ernst genommen werden. Dabei ist es beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten besonders wichtig, alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Dazu gehört auch, dass verspritzte oder verschüttete Flüssigkeiten beseitigt werden. Ebenso dürfen keine Reste offen herumstehen, sondern müssen in entsprechende Behälter zurückgegossen werden. Für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten gibt es ebenfalls genaue Vorschriften. Wichtig ist die Einhaltung der zulässigen Höchstmenge, die 5 Liter nicht überschreiten darf. Gute Beschriftung garantiert Ordnung und Übersicht. Fast jeder zweite Brand entsteht bei Brennschneid- und Schweißarbeiten. Ursachen sind oft der schwer zu kontrollierende Funkenflug, defekte Schläuche und Armaturen sowie falsche Lagerung der Gasflasche. Ungeeignete, stark verschmutzte oder gar ölgetränkte Arbeitsschutzkleidung begünstigt das Entstehen von Bränden und kann zu schweren Unfällen führen. Notausgänge sowie Hydranten und andere Löschwasserentnahmestellen müssen frei und zugänglich sein. Jeder Werktätige sollte sich dafür verantwortlich fühlen und in seinem Betrieb darauf achten. Das gilt besonders für den Winter. Das brandschutzgerechte Verhalten in einem chemischen Laboratorium wird von den Forderungen der TGL 30582 bestimmt und von der jeweiligen Laborordnung präzisiert. Die strikte Einhaltung dieser Forderungen gewährleistet ein sicheres Arbeiten. Chemische Laboratorien sind je nach ihrer Aufgabenstellung mit brandschutztechnischen Einrichtungen ausgerüstet. Da diese Einrichtungen oftmals Monate oder gar Jahre lang nicht zum Einsatz gebracht werden müssen, kommt es vor, dass deren eigentlicher Verwendungszweck und Wert nicht mehr anerkannt wird.
Es passiert sowieso nichts, ist die Meinung selbst erfahrener Facharbeiter. Es kommt zu Missbräuchen. So werden Löschbrausen, Feuerlöschdecken und Handfeuerlöscher durch Spielereien und zweckentfremdete Verwendung unbrauchbar gemacht. Aber diese und andere Einrichtungen leisten im Notfall wertvolle Dienste. Daran sollte man immer denken. Brandgefahren entstehen auch bei unsachgemäßer Abfallaufbewahrung. Doch bei eindeutiger Kennzeichnung und entsprechender Handhabung kommt es zu keiner Gefährdung. Jeder Werktätige hat zur Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin bestimmte Verhaltensanforderungen zu erfüllen. Eine davon betrifft die Ab- bzw. Rückmeldung am Arbeitsplatz. Bewährt haben sich Wandtafeln, welche jederzeit eine Übersicht gewährleisten. Vor einer Arbeitsaufnahme oder einer Veränderung der Arbeitsbedingungen ist es die Pflicht leitender Mitarbeiter, eine Belehrung durchzuführen. Diese darf nicht als formale Sache erfolgen, um den Gesetzen zu genügen. So wie hier am Arbeitsplatz, praxisnah und verständlich, kann man die notwendigen Forderungen überzeugend in die Tat umsetzen. Werktätige, die vorwiegend in Büros, Schreibzimmern und Konstruktionsräumen arbeiten, sind dem Brandschutz gegenüber genauso verpflichtet wie ihre Kollegen in der Produktion. Das wird im Laufe der Zeit oft vergessen, weil die Brandgefährdung in diesen Bereichen relativ gering ist. In vielen Räumen werden elektrische Geräte benutzt. Eigenmächtiges Reparieren, defekte Anschlusskabel und Steckdosen können der Anlass zu Bränden und zu schweren Unfällen sein. Rauchen am Arbeitsplatz bedeutet immer eine Belästigung der anderen Kollegen. Darüber hinaus waren unachtsam abgelegte Streichhölzer und Zigarettenreste schon oft Ursache von Papierkorbbränden. Regelmäßige Brandschutzkontrollen, Belehrungen, Anti-Havarietraining und weitere vorbeugende Maßnahmen sind wichtige Voraussetzungen zur Gewährleistung des Brandschutzes. Entscheidend aber ist, dass alle Werktätigen, und das gilt für jeden einzelnen von uns, ihre Verantwortung für die Vermeidung von Bränden und letztendlich für den Schutz von Leben und Gesundheit sowie des sozialistischen Eigentums gerecht werden.